Geist kehr bei uns ein. Ein frohes Pfingstfest wünsche ich Ihnen und euch allen zusammen. Gottes Geist ermutigt uns und führt uns ins Weite. Und so lasst uns heute Pfingsten feiern miteinander. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, der uns das Leben geschenkt hat. Und im Namen Jesu Christi, der immer Wege der Verständigung gesucht hat. Und im Namen der Geisteskraft, die uns ermutigt und inspiriert und uns immer wieder auf gute Ideen bringt. Im Psalm 150 heißt es in einer modernen Übersetzung: Lobt Gott mit euren Festen, lobt ihn mit euren mächtigen Taten, lobt Gott mit der Kraft eurer Hände, lobt ihn mit der Schärfe eurer Gedanken. Lobt Gott mit euren Fragen und lobt ihn mit euren Fehlern. Lobt Gott mit eurer Schönheit, lobt ihn mit dem Lächeln eines Augenblicks. Lobt Gott mit eurer Offenheit, lobt Gott mit eurer Gastfreundschaft. Lobt Gott mit eurem Schweigen, lobt Gott mit allen Stimmen. Lobt Gott mit euren Körpern, alt und jung, lobet den Herrn. Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen. Was er dir Gutes getan hat, Seele, vergiss es nicht, Amen. Lobe den Herrn, meine Seele, Wir hören jetzt das Pfingstevangelium aus der Apostelgeschichte im zweiten Kapitel in 5 Sprachen. Als das Pfingstfest kam, waren wieder alle, die zu Jesus hielten, versammelt. Plötzlich gab es ein mächtiges Rauschen, wie wenn ein Sturm vom Himmel herabweht. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Dann sahen sie etwas wie Feuer, das sich zerteilte. Und auf jeden ließ sich eine Flammenzunge nieder. Alle wurden vom Geist Gottes erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden, jeder und jede, wie es ihnen der Geist Gottes eingab. Nun lebten in Jerusalem fromme Juden aus aller Welt, die sich hier niedergelassen hatten. Als sie das mächtige Rauschen hörten, strömten sie alle zusammen. Sie waren ganz verwirrt, denn jeder hörte die Versammelten, die Aposteln und die anderen in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie: Die Leute, die da reden, sind doch alle aus Galiläa. Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Und wir alle hören sie in unserer eigenen Sprache die großen Taten Gottes verkünden. Erstaunt und ratlos fragten sie einander, was das bedeuten solle. Andere machten sich darüber lustig und meinten: Die Leute sind doch betrunken. When the day of Pentecost had come, they were all together in one place. And suddenly from heaven there came a sound like the rush of a violent wind, and it filled the entire house where they were sitting. Divided tongues, as of fire, appeared among them, and a tongue rested on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in another language, as the Spirit gave them ability. Jerusalemissa asui hurskaita juutalaisia, joita oli tullut sinne kaikkien kansojen keskuudesta, mitä taivaan alla on. Kun tämä ääni kuului, paikalle kerääntyi paljon väkeä ja hämmästys valtasi kaikki, sillä jokainen kuuli puhuttavan omaa kieltään. He kysyivät ihmeissään, eivätkö nuo, jotka puhuvat, ole kaikki galilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme kukin oman synnynmamme kieltä? Lo Spirito Santo scende su tutti i credenti. Quando venne il giorno della Pentecoste, i credenti erano riuniti tutti insieme nello stesso luogo. All'improvviso si sentì un rumore dal cielo, come quando tira un forte vento e riempì tutta la casa dove si trovavano. Allora videro qualcosa di simile a lingue di fuoco che si separavano e si posavano sopra ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo, e si misero a parlare in altre lingue, come lo Spirito Santo concedeva loro di esprimersi.
A Gerusalemme c'erano ebrei, uomini molto religiosi, venuti da tutte le parti del mondo. Appena si sentì quel rumore, si radunò una gran folla e non sapevano che cosa pensare. Ciascuno infatti li sentiva parlare nella propria lingua. Con gran admiración y estupor decían, ¿acaso esos hombres que habían no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Unos a otros se decían con asombro, ¿qué significa esto? Algunos volándose comentaban, han tomado demasiado vino. Liebe Gemeinde, heute feiern wir das Pfingstfest. Und was feiern wir da überhaupt? Ja, eine Antwort finden wir hier im Gottesnest in unserer Kita Spatzennest. Hier haben die Kinder mit den Erzieherinnen und Erziehern das dargestellt, was sie sich unter Pfingsten vorstellen. Auf jeden Fall der Geburtstag der Kirche. Wir sehen da hinten diese wunderbare Torte aus Pappmaché, die aber richtig lecker aussieht. Ja, was wurde da eigentlich gefeiert an Pfingsten? Endlich waren die Jüngerinnen und Jünger eben keine ängstliche, geschlossene Gesellschaft mehr. Sie haben etwas gewagt. Sie sind endlich nach draußen gegangen. Sie haben gewagt, endlich wieder mit anderen Menschen Kontakt aufzunehmen. Sie haben sich getraut, von ihrem Glauben zu erzählen. Sie hatten keine Angst mehr vor Ablehnung. Ganz ähnlich wie wir jetzt auch in diesen Zeiten, wo wir wieder wagen, auch mehr nach draußen zu gehen, wieder mit anderen Menschen Kontakt aufzunehmen, in anderer Weise, als wir es vorher konnten. Pfingsten heißt, sich wieder zu öffnen, etwas zu erzählen von dem, was mir wichtig ist. In der Bibel hat Jesus gesagt, ihr seid das Licht der Welt, stellt euer Licht nicht unter den Scheffel, sondern leuchtet. Und an Pfingsten war es so, so wird dort erzählt, dass jeder, der da war, plötzlich eine kleine eigene Flamme auf dem Kopf hatte. Und das sollte die Jüngerinnen und Jünger und alle, die dabei waren, daran erinnern, dass jeder von uns berufen ist. Jeder von uns hat etwas von dieser Flamme, von diesem Licht in uns. Und wie schön, wenn wir Pfingsten wieder daran erinnert werden, was das heißt. Stellt euer Licht nicht unter den Schatten, unter den Scheffel, sondern leuchtet. Dazu ermutige euch der pfingstliche Geist, traut euch, geht wieder nach draußen und freut euch am Geist Gottes. Amen. Thank you.
Lasst uns Fürbitte halten. Komm, Heiliger Geist, und schau selbst nach dem Rechten in unserer ungerechten Welt. Lass deinen Funken springen und sprenge mit ihm all unsere Mauern, die uns immer noch trennen in Ost und West und Nord und Süd und Schwarz und Weiß, Jung und Alt. Komm, Heiliger Geist, und heile unsere friedlose Welt. Stifte sie an zu neuer Nähe. Schenke ihnen ihre Ruhe nicht, damit sie nicht aufhören zu suchen, sich selbst, den anderen und dich, Gott. Und lass Frieden wachsen. Komm, Heiliger Geist, und blase die alten Gedanken aus unseren vertrockneten Denken. Reiß uns aus unserer sicheren Spur. Treib uns an zu neuem Handeln. Gib uns neue Gedanken und neue Worte und neue Taten. Mach uns neu und mit uns deine ganze Schöpfung. Und alle unsere Gedanken und alles, was uns bewegt, nehmen wir mit in das Vaterunser-Gebet und beten gemeinsam weiter. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir und aller Welt seinen Frieden und seinen Geist. Amen.